Wir sind hier heute bei unseren Weißhandgibbons. Wir haben drei Tiere. Das ist einmal unser Muttertier, die Sibura, unser Zuchtmännchen, der Rau, und die kleine Saya. Und das Spannende bei den Gibbons ist, dass die eine ganz tolle Lautäußerung haben. Also man sagt auch, die singen, die machen das zur Reviermarkierung, als auch für Sozialgefüge, also das stärkt das Sozialgefüge. Und auch die kleinen Jungtiere stimmen da schon mit ein. Also die Saya stimmt jetzt auch schon seit einiger Zeit mit ein. Es ist meistens so, dass die Elterntiere anfangen zum Singen und die Saya dann mitsingt. Dieses Verhalten kann man eigentlich meistens in der Früh beobachten, wetterabhängig, manchmal auch erst ein bisschen später. Und das ist wirklich sehr, sehr laut. Das hört man dann auch sehr, sehr weit. Und deswegen dient das auch der Reviermarkierung. Das ist unsere Saya. Die wird jetzt eben 2 Jahre alt. Ist ein bisschen schüchterner, vor allem wenn man irgendwie ihr zu viel Aufmerksamkeit schenkt. Und frisst eben schon seit geraumer Zeit alleine. Gibbon-Jungtiere werden bis zu 2 Jahre gesäugt. Also es ist jetzt auch die Zeit, wo sie langsam nicht mehr trinken darf bei der Sibura. Das merkt man auch, weil sie die Sibura immer häufiger verscheucht, wenn sie trinken möchte. Ansonsten ist sie schon recht selbstständig unterwegs. Ist auch schon ein sehr geschickter Kletterer geworden. Und macht alles das, was kleine Gibbons machen sollen. Wir haben hier heute eine Kiste für unsere Gibbons hergerichtet. Da ist ein bisschen Holzwolle drin, da sind ein paar Futterstücke drin. Dort gibt es ein paar Äpfelstücke und Biskuit. Hintergrund dafür ist, dass unsere Saya Geburtstag hatte, unser kleines Gibbon-Mädchen. Und unsere Gibbons werden sich sicher sehr darüber freuen. Das ist einfach, um ihnen den Alltag ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Und das ist für unsere Gibbons nett, für uns Pfleger natürlich sehr nett zum Anschauen und auch für unsere Besucher sehr nett. Ich schneide jetzt noch ein paar Löcher rein. Das ist natürlich wichtig, weil die Affen ja auch irgendwo zum Futter rankommen müssen. Die Löcher sollen nicht allzu groß sein, dass es den Affen auch nicht zu einfach gemacht wird. Und wenn wir gleich damit fertig sind, können wir das draußen aufhängen und schauen, was die Gibbons damit machen. Sibura und Rau, ihre Eltern, waren mehr mit der Überraschung beschäftigt, also waren die ganze Zeit da und haben nach dem Futter gesucht und an der Kiste gezogen. Und die Saya hat sich dann ein bisschen Futter von Rau und von der Sibura gestohlen. Wobei die Saya jetzt langsam in ein Alter ist, wo sie selber ihr Futter sich beschaffen sollte. Sie hat aber trotzdem, glaube ich, ausreichend von ihrer Überraschung heute bekommen. Und es war für sie sicher genauso nett wie für die 2 adulten Tiere.